Was geht ab, Raffaelos Race? Back, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wer so meinen beruflichen Werdegang schon ein bisschen länger verfolgt, weiß ja, ich bin nicht nur YouTuber, sondern ich bin zum einen Teil so eine Art Sprengstoffexperte, weil ich so viele Kalorienbomben entschärfe. Und zum anderen Teil, und das ist ja nicht schwer zu erraten, bin ich auch Bodybuilder. Ich konzentriere mich halt nicht auf Muskeln wie mein Sixpack oder meine Wade, sondern ich habe mich auf meinen Kaumuskel spezialisiert. Der kommt auch sehr, sehr oft zum Einsatz. Dank euch bin ich aber von dem Pfad der gesunden Ernährung ein bisschen abgekommen und mampfe nicht mehr die ganzen Karottenfeldern von den Bauern leer, sondern ich stülpe mir mittlerweile leider richtig ungesunde Sachen in meinen Rachen. Wie zum Beispiel Wurstbrot mit Kakao. Das schmeckt, als hätten wir 50 Bienen auf meine Wurst geschickt. Das passt mal überhaupt nicht zusammen. Ich glaube, da hat jemand auf jeden Fall zu viel Biene Maya geschaut. Mein kompletter Mund bappt jetzt und meine Zunge schmeckt nach Bienenstock. Das gute Sekrement, das schicke ich wieder zurück zu dem Bienchen, da wo es hingehört. Oder verbrannte Avocado mit Honig. Schmeckt nach Avocado. Also liebe Freunde, ihr seht schon, ich habe schon mehr Scheiße geschluckt als eine Toilette. Und wo wir schon über meinen Abfall reden, sage ich euch mal, was der Content von dem heutigen Thema hier ist. Und zwar gibt es, wie so oft gewünscht, den zweiten Teil von den verrücktesten Rezepten von euch, die ich probiere. Indirekt ist das schon fast ein bisschen wie Körperverletzung, was sie mit mir hier veranstaltet, aber... No risk, no fun. Das ist mein Motto. Und wir werden jetzt wieder ja, uns das ein oder andere Schmankerl in den Magen befördern. Als erstes fangen wir mit einem Produkt an, was normalerweise nicht in meine Tüte kommt, dafür aber heute in die Pfanne, und zwar Bananen. Und zwar ist dieser kulinarische Schlabberadatsch von der lieben Lena. Und zwar schiebt die sich gerne mal eine Banane mit Senf und Honig rein. Sauber, hat dir ein Affe auf die Zunge gepupst. Da ist doch irgendwas kaputt an deinen Geschmacksknospen. Das Ding ist, ich kenne das Rezept ein bisschen abgewandelt und womöglich auch ein bisschen geiler. Und zwar Bananen mit Ahornsirup in der Pfanne gebraten. Das hat damals mein Opa mir immer gemacht. Und ich habe das geliebt wie so ein Gockel seine Eier. Bananen mit Honig wird ja ungefähr gleich schmecken. Aber wieso zum Kuckuck schlabbert man da noch Senf drüber? Ich sag mal, was ist denn los mit dir? Tja, Freunde, was soll ich sagen? Da gab es jetzt einen kleinen Knacks in der Zeitachse. Den ersten Teil von diesem Video habe ich nämlich vor einer Woche gedreht. Und da habe ich ja schon erwähnt, dass es die ganze Zeit durchregnet. Und tatsächlich wurde dann da auch mein Keller bzw. die untere Etage überflutet. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt bzw. sehen wollt, wie es bei mir aussah, dann schaut unbedingt mein Video von damals an. Das habe ich dann spontan als Notfallvideo gedreht, weil bei uns dann auch der Strom ausgefallen ist und ich dieses Video nicht weiterdrehen konnte. Trotzdem will ich mich nicht beschweren, weil es gab ja leider wirklich viele, viele Leute, die es noch schlimmer erwischt hat bei dem ganzen Hochwasser. Deswegen, und das ist mir jetzt persönlich wichtig, packe ich euch mal einen Link in meine Infobox. Da kommt ihr zu einer Seite, wo ihr erfahren könnt, wo und wie ihr spenden könnt und den ganzen Flutopfern eben helft. Weil das ist zu diesen Zeiten wirklich sehr, sehr wichtig, dass wir alle zusammenhalten und denjenigen helfen, die wirklich davon stark betroffen sind und jetzt auch wirklich auf Hilfe angewiesen sind. Checkt gerne den Link in der Infobox. So, für unsere Senfbananen ballern wir erstmal ein bisschen Öl in die Pfanne. Zack, zack, zack. Und fangen damit an, unseren Fruchtstock hier zu zerkleinern. Wenn wir das gemacht haben, legen wir die ganzen Bananenstücke in die heiße Pfanne rein. Danach brettern wir noch ein bisschen Honigsülze darüber. Und stellen die Heizung hier noch ein bisschen höher. Die Dinger werden jetzt auf jeden Fall gut karamellisiert. In einer halben Minute müssen wir das Ganze auch noch wenden. So, nach 30 Sekunden wenden wir das ganze Ding jetzt. Die sehen ja schon richtig lecker aus. Die haben hier schon so eine richtige Honig-Zuckerkruste bekommen. Mega geil. Jetzt kommt der Honig auch auf die andere Seite. Jetzt haben wir nochmal 30 Sekunden gewartet und jetzt ist es an der Zeit, die Bananenstückchen aus der Fritteuse hier rauszuschnalzen. Da kommen jetzt wieder richtig krasse Kindheitserinnerungen hoch und zack. Jetzt nur noch vorsichtig hier die Schale von der Banane lösen. Zack. Man sieht schon, das hat eine Konsistenz wie Durchfall. Das war auch der Grund für die Bananenschale hier, damit die Dinger in der Pfanne eben nicht schon auseinanderfallen. Dadurch, dass wir die hier so erhitzt haben, löst sich die Schale jetzt auch ultra einfach. Deswegen geht das Ganze jetzt auch ziemlich schnell hier. Boah, sieht das lecker aus. Wie so ganz kleine Bananenmuffins. Jetzt kommen wir zu dem Teil, wo ich mich eigentlich vordrücken wollte. Wir schnalzen nämlich auf die gute Banane jetzt den Senf drauf. Also ich weiß ja nicht, süß-sauer schmeckt ja ganz geil, aber süß-scharf? Nee, war ekelhaft. Ich kann mir wirklich beim besten Willen nicht vorstellen, dass das am Ende lecker schmecken wird. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist soweit. Ich werde jetzt vor laufender Kamera eine Senf-Honig-Banane probieren. 3, 2, 1. Oha!
Das schmeckt ja gar nicht mal so schrill. Nein, kein Witz, Leute, das schmeckt wirklich gut. Keine Ahnung, wieso. Das hätte ich wirklich als letztes erwartet, dass mir irgendwann mal Senf und Honig schmecken wird. Das Ding ballert deine Synapsen direkt in das Fressparadies. Vor allem, das schmeckt halt null scharf. Der süße Honig neutralisiert aus irgendeinem Grund die Schärfe von dem Senf. Ich werde die komplette Tube Senf heute Nacht noch leer machen und die restlichen Bananen da reintunken. Ich gebe dem Ganzen 9 von 10 Punkten. Ihr müsst das unbedingt ausprobieren. Ich werde morgen so krassen Durchfall haben. Ich bin mal gespannt, ob das nächste Rezept genauso viel Potenzial hat wie unsere Senfbanane. Der liebe Daniel hat mir nämlich geschrieben, ein Sandwich mit Chips, unnormal lecker. Ob das wirklich so lecker ist oder ob der liebe Daniel uns da angeflunkert hat, werden wir auf jeden Fall jetzt herausfinden. Alles, was wir dafür brauchen, ist das Gerät. Das Ding macht echt die knusprigsten Sandwiches. Wer kennt dieses Gerät noch? Schreibt es in die Kommentare. Ich habe damit nämlich schon mal ein Video gedreht. Und zwar habe ich die verrücktesten Sandwich-Sorten der Welt ausprobiert. Ihr dürft entscheiden, was ich da alles reinpacke. Ich habe zum Beispiel ein Gummibärchen-Sandwich gemacht. Wir machen aber heute, wie gesagt, kein Gummibärchen-Sandwich, sondern ein Chips-Sandwich. Und das, glaube ich, wird nochmal extra knusprig. Dann brauchen wir natürlich unsere Hauptzutat, und zwar die Chips. Ich habe hier Paprika-Sour-Cream-Geschmack. Dann brauchen wir natürlich noch unser Fundament, die Toastbrot. Und zu guter Letzt ein bisschen Mayonnaise. So, während das Gerät hier ein bisschen aufheizt, nutzen wir die Zeit und schütten ein paar Chips in das Glas hier. Dann zerkleinern wir das Ganze mit einem Löffel. Dann nehmen wir zwei Sandwichscheiben und ballern hier ein bisschen Mayonnaise drauf. Jetzt das Ganze nur noch mit unseren Sour Cream Chips tapezieren. Zack. Und den Deckel schließen. Tada! Jetzt wird das Ganze noch in die Kalorienpresse hier reingepfeffert. So, zack. Passt perfekt rein. Und drücken. Was kann da bitte schön dran jetzt nicht gut schmecken? Wir haben Sandwich mit Mayo und Chips. Ich glaube, mit den drei Zutaten könnte ich mich mein ganzes restliches Leben jetzt ernähren. Die Ampel ist grün und guck mal, die ist mal öffnen hier. Vorsichtig. Oh mein Gott, Alter, was? Das ging echt schneller, als ich dachte. Erste Hälfte. Der sieht aus wie fucking Hackfleisch. Vom Geruch her erinnert das gar nicht mehr an Chips, sondern eher an so eine fette Barbecue-Party. Ich werde dieses gute Dreieck jetzt in meinen Kiefer reindrücken. Boah. Das Ding schmeckt unfassbar geil, aber das fühlt sich an, als würde ich Baumrinde essen. Die Chips-Sorte, die passt so krass gut dazu. Also wenn ihr das nachmacht, dann holt euch unbedingt Sour Cream Chips. Das schmeckt richtig, richtig geil. Was ich das nächste Mal noch dazu mache, ist auf jeden Fall Käse. Kann ich nur weiterempfehlen. Last but not least haben wir ein Gericht, was das ganze Video, glaube ich, gebührenhaft abrunden wird. Weil ich denke, das wird richtig geil schmecken. Ich habe es nämlich früher selber immer gemacht. Und zwar hat die liebe Sophia geschrieben, Brezel mit Apfelschorle. Ich habe das damals zwar immer mit Kakao gemacht, aber ich glaube, mit Apfelschorle wird es auch mega geil schmecken. Deswegen bin ich direkt in den nächsten Saftladen gehüpft und habe mir ein paar Äpfel gepresst. Außerdem haben wir natürlich auch noch eine Brezel, die schon ein paar Tage alt, wie man hört. Wir wollen die ja nicht essen, sondern wir wollen die trinken. Und hiermit bekommen wir das harte Stück Teig auch wieder aufgeweicht. Und deswegen würde ich sagen, lass mal uns nicht lumpen, sondern machen wir mal weich den Klumpen. Ja, jetzt ist Maria. Haucht das Ding mich direkt so an? Was ist denn das so aggressiv? Ich glaube, das ist ja Tollwut, kann das sein? So, jetzt mal Hand aufs Herz. Wer von euch hat das hier noch nie gemacht? Egal welches Getränk, aber eine Brezel irgendwo reintunken, das gehört zur Kindheitstradition. Also schreibt gerne in die Kommentare, mit welchem Getränk ihr das sonst immer gemacht habt. Jetzt bleiben wir aber erstmal auf der gesunden Schiene und tunken das Ding mal in die Fruchtschale hier. Moah. Dadurch, dass die Brezel die Apfelsäure so aufgesaugt hat und so nass ist, schmeckt es ein bisschen wie so ein nasser Lappen. Ich kenne den Geschmack, weil ich mir schon mal auf den Finger gebissen habe. Das hat auch ziemlich nach Lappen geschmeckt. Insgesamt eine runde Sache. Ja, kann man eine glatte 8 von 10 Punkten geben. Also, cheers. Viel Spaß beim Durchfuttern. Ich muss sagen, das hatte ich selten. Wir hatten gerade heute ein legendäres Video, wo einfach alles geil geschmeckt hat. Normalerweise ist es genau andersrum. Deswegen gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, schreibt gerne einen netten Kommentar, lese mir jetzt alles durch und auch kostenlos abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und dann, ja, haut rein, genießt euer Leben und ciao. Zum Abschied sag ich leise Scheiße.